Für diesen Versuch braucht ihr folgende Materialien. Ein Deckel, ein Glas, eine Murmel oder eine andere Kugel, große und kleine Luftballons, sehr viel Wasser, am besten in einer Kanne, einen Trichter und ein Röhrchen. Als erstes nehmt ihr den Trichter und steckt ihn in das Loch vom Deckel. Als nächstes nehmt ihr das Glas und drückt den Deckel stark auf das Glas. Der erste Teil ist nun schon geschafft. Nun nehmt ihr das Röhrchen und steckt dieses in das Loch vom Trichter. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann das Röhrchen auch an den Trichter festkleben, mit Klebeband oder einer Heißklebepistole. So läuft kein Wasser raus. In den Trichter legt ihr nun die Murmel. Jetzt kommt der tricky Part. Ihr müsst bei einem kleinen Ballon das runde Ende abschneiden. Das Mundstück des Ballons befestigt ihr nun an dem rausstehenden Röhrchen. Habt ihr das gemacht, nehmt ihr einen großen Ballon und schneidet dort das Mundstück ab. Die offene Seite stülpt ihr nun über den Trichter. Auch hier könnt ihr die beiden Ballons wieder zusätzlich mit Klebeband fixieren. Wenn ihr den Deckel wieder abmacht, könnt ihr nun in das Glas Wasser einfüllen. Ist das Glas voll, könnt ihr den Deckel wieder drauf machen. Schon habt ihr das Experiment fertig aufgebaut. Durch Hoch- und Runterziehen könnt ihr nun anfangen, mit dem Ballon zu pumpen. Habt am besten immer einen Lappen in der Nähe, weil es kann ziemlich nass werden.